Sabine beobachtete Varry gerade, bevor Hinz mit Frau Schraders Hand nahm und lachend an den Handschuh fand. Jetzt reicht's aber. Komm, wir fragen, ob wir uns verdrücken dürfen. Sie nahm einen ihrer beiden rosaroten Clips aus den Haaren und erhob sich. Niemand außer Lilly bemerkte, was Varrys Hände anstellten, während sie ihren Opa übertrieben höflich fragte, ob Fernando nicht Reiseführer spielen und ihnen den Ort zeigen dürfte. Lilly versuchte überall hinzusehen, nur nicht zu dem Haarclip, mit dem Varry den Saum von Frau Schraders Jacke an das Ende des Tischtuchs geklemmt hatte. Aber in genau einer Stunde seid ihr wieder hier, sagte Opa Hinske. Varry machte einen Knicks und schob Lilly am Aquarium vorbei aus dem Lokal. Jetzt werden wir gleich sehen, wer hier einen schlechten Eindruck auf die alte Stadtmauer gesehen. Dafür aber mit einer Freundin nahe der Piazza Boccia gespielt. Sie sagte Gelinde Bescheid, sagte Fernando und ging in Richtung Restauranteingang. Aber da kamen ihm seine Eltern, Opa Hinsken und Frau Schrader, auch schon wohlgelaunt entgegen. Auf der Jacke der Contessa prangte ein Rotweinfleck. Hektisch zupfte Varry sich den zweiten rosaroten Haarclip aus der Frisur und ließ ihn in der Tasche verschwinden. Fernandos Eltern verabschiedeten sich wortreich und machten sich mit Fernando zu Fuß auf den Heimweg. Frau Schrader gab erst Lilly die Hand, dann Enya und Bob. Varys Hand schüttelte sie besonders lang und Lilly dachte schon, gleich gibt es Ärger. Die Contessa wies auf ihren Rotweinfleck. Keine Ahnung, wie mir das passieren konnte, aber es war trotz des Missgeschicks ein wundervoller Abend. Erst jetzt ließ sie Varys Hand los und Opa Hinsken geleitete die Contessa zu ihrem Auto. Varry atmete hörbar erleichtert auf. Opa Hinsken gab Frau Schrader einen flüchtigen Kuss auf die Wange und hielt ihr die Autotür auf. Gute Nacht, Bea. Varry schnaubte leise. Jetzt sind sie schon per Du.